die Raumaufteilung ein bisschen besser ist. 2:0 gewonnen hat. Zur Ehre der Gäste zieht sich heute Vorwärts Steyr die schwarzen Hosen an, denn was heute Flavia Solver zeigt, ist ein wahres Trauerspiel. Traurig sieht es auch auf der Ersatzbank bei Flavia aus. Ein einziger Ersatzspieler und der Ersatztormann sind nach Steyr gekommen. Wir sind in der 19. Spielsekunde, 20, 21, 22. Ja, und nach 23 Sekunden steht es bereits 1:0 für Vorwärts Steyr. Torschütze Markus Hubig. In der 38. und 50. Minute erzielt Mansewicz die Tore 2 und 3 für Steyr. Dabei wehrt sich Flavio Solver mit Händen und Füßen gegen weitere Gegentreffer. Nur mit Händen ist es halt leider nicht erlaubt. Dafür gibt es die rote Karte für Ewald Germuth. Und Elfmeter für Vorwärts Steyr. Mansewicz tritt an. Und nach 71 Spielminuten steht es mit etwas Glück 4:0 für Vorwärts Steyr. Das dritte Tor für Mansewicz in diesem Spiel. Eine Minute später erzielt Pavlek das 5:0 und es ist Roman Balinski, der im dritten Versuch den Endstand von 6:0 für Vorwärts Steyr herstellt. Trauer bei Flavia Solver. Nächste Woche fällt die Entscheidung, ob der Verein Flavia Solver nach dieser Saison aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst wird. Man wird sehen, wir kommen zum zweiten. Heizböse.